Ich finde es schon wichtig, weil es einfach der Sprache ein anderes Gesicht verleiht. Ich finde das ganz wichtig. Ich finde Lyrik wichtig und gut. Nee. Das ist nicht mein Ding. Das ist nicht meine Welt. Ich bin Naturwissenschaftler. Also ich interessiere mich einfach nicht so dafür, aber ich kenne auf jeden Fall auch Leute, die sich dafür interessieren. Das Problem ist nur, die meisten Gedichte, die man jetzt so in der Schule oder so durchgenommen hat, die sind einfach veraltet. Also ich mag Gedichte sehr gerne, also besonders wenn es moderne Gedichte sind. Ich mag sowas wie Poetry Slam. Dichtung? Na, es gibt ja die Wasserdichtung. Etliche Dichtung eigentlich, ja? Immer wieder Gedichte. Gibt mir viel im Leben. Ich habe früher sehr gern Ben Trage aus dieser Richtung gelesen. Erich Kästner finde ich sehr schön. Also ich fand Barock immer ganz cool eigentlich. Klassische Moderne würde ich sagen. So. Mein Interesse endet bei Peter Huchel. Ich glaube Rainer Maria Rilke. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, wäre es eigentlich schon Heinz Erhardt. Goethe zum Beispiel, das war ein Dichter. Johann von Goethe, genau. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Zauberlehrling. Genau, ne? Wir mussten früher einmal spielen. Ich weiß jetzt auch, aber ich hab's vergessen. Hier, Ribbeck hier vom Havelland. Also das ist ja nun sowieso ähnlich. Wie heißt das nochmal? Dieses Havelmann unter dem Birnbaum in seinem Garten stand oder so. Wie heißt denn das nochmal? Blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Der schnelle Tag ist hin, die Nacht schwingt ihre Fahnen und führt die Sternen auf. Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließt und mit reichem vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Meine Enkelin ist 10, die lernt jetzt gerade den Ribbeck von Ribbeck. I love you not, du bist so Schrott, das war ein Scherz, du bist mein Herz. Kann ich jetzt im Moment niemanden so nennen, nein. Nicht der mir am Herzen liegt, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, wir kennen bestimmt welche, aber wir wissen nicht, ob die noch leben. Nee, tut mir leid. Aktuell kenne ich mich auch in der aktuellen Landschaft gar nicht so großartig aus. Kann ich gerade keinen nennen. Oder Astrid Lindgren ist schon tot, oder? Nee, nicht wirklich. Das ist echt nicht unser Gebiet. Nee.